Hallo YouTube, das ist der Philipp mit F von Rezension. Heute habe ich ein App-Review für euch und das zwar von der V-Checking-List. Starten wir es mal. So, der erste Eindruck, es sieht etwas billig aus und ein bisschen verspielt. Man sieht den Hintergrund, aber es ist gar nicht so schlecht, wie es aussieht. Man hat verschiedene Kategorien von Accessoires, von Accessories bis Sundry. So, ich probiere jetzt mal ein neues, einen neuen Typ, eine Aufgabe zu adden, die ich noch erledigen muss. So, gehe ich mal auf Hobbys. Gehe ich auf Add. Pick Category. Hobbys. Item. Video. Hochladen. Okay, die Einstellmöglichkeiten sind marginal. Ich kann eine Kategorie aussuchen und ein Item, also was es sein soll, wie es angezeigt werden soll. So. Also eigentlich, hier ist es, Video hochladen, so. Jetzt habe ich hier wie eine Ampel und die steht im Moment auf Rot, das heißt, ich habe es noch nicht erledigt und ich kann jetzt aber auf die Ampel drauf tippen und es wird grün. Also so viele Funktionen hat dieses App jetzt nun auch wieder nicht, aber es ist ziemlich nützlich, wenn man eine übersichtliche Checklist braucht. Ciao.